Nachdem dieser Film in den Kinos angelaufen ist, haben viele Leute gesagt, dass das Tarantinos bester Streifen nach Pulp Fiction sei. Aber was ist dran? Das finden wir heute in unserer Kritik zu Django Unchained raus. Das D ist stumm. Django Unchained geht 165 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und entstand unter der Regie von Quentin Tarantino. Der Film erschien am 17. Januar 2013 in den deutschen Kinos. In Django Unchained geht es um den Sklaven Django, gespielt von Jamie Foxx, welcher vom deutschen Kopfgeldjäger Dr. King Schulz, welcher grandios verkörpert wurde von Christoph Waltz, gekauft wird, da dieser ihn für die Vollendung eines Auftrags benötigt. Zwischen den beiden entwickelt sich eine tiefe Freundschaft und gemeinsam begeben sie sich auf eine Rettungsaktion, bei der es gilt, Djangos ebenfalls versklavte Frau Brumhilda von Schaft aus den Händen des Plantagenbesitzers Calvin Candy, gespielt von Leonardo DiCaprio, zu befreien. Und dabei läuft, wie in jedem Tarantino-Streifen, nicht immer alles glatt. Der Film bietet eine sehr gute und sehr tiefe Handlung, die auch einen guten Witz bietet, trotzdem aber immer ernst bleibt. Obwohl der Film so ernst bleibt, er ist stellenweise auch, wie gesagt, verdammt witzig. So fällt mir eine Szene ein, es geht um Ku Klux Klan-Anhänger, die auf Pferden unterwegs sind und die haben einfach Probleme mit ihren Kapuzen, die können da nicht durchsehen und der Film ist einfach so grotesk, dass es schon richtig witzig ist, aber er verliert trotzdem niemals seine Ernsthaftigkeit, vor allem wegen diesem Thema. Das Drehbuch ist sehr gut, er hat ja auch einen Oscar dann dafür bekommen. Der Film bietet auch einige tolle Zitate, die sicherlich Kult werden. Ich sage jetzt einfach mal nur mit anderen Worten, sie schulden mir $200. Wer den Film gesehen hat, weiß, was ich meine. Und der Film ist einfach schön gestört. Entschuldigung, wenn ich heute alles so ein bisschen durcheinander spreche, aber es gibt so viel zu sagen über diesen Film. Da sprudelt es einfach so aus mir heraus. Und was ich noch nicht erwähnt habe, der Film ist ein Mix aus Western, Satire und Sklavengeschichte und er ist einfach sehr gut. Schaut euch den Film an. Und wir haben auch wieder sehr gute Dialoge. Der Film ist von Tarantino, was will man da auch anderes erwarten? Wenn sie auch teilweise etwas zu lange sind. Aber er hat sich im Vergleich zu Inglourious Basterds schon verbessert, was das angeht. Und generell der Film. Der Film geht 2 Stunden und 45 Minuten. Ich denke mir, eine Viertelstunde weniger hätte auch gereicht, weil zwischendurch wirkt er dann doch etwas langweilig. Aber sonst ist er sehr gut. Und ich kann es einfach nicht oft genug betonen, schaut euch diesen Film an. Kommen wir zum Cast. Ich habe es vorhin ja schon mal kurz erwähnt, die ganzen Schauspieler. Wir haben Django, gespielt von Jamie Foxx. Der macht nicht viel, aber das, was er macht und auch vor allem in diesem Nichtstun, ist Jamie Foxx hervorragend. Manche Schauspieler sind da einfach, ja, sie wissen nicht, was sie damit machen sollen, aber Jamie Foxx leistet da eine sehr gute Arbeit. Dann haben wir Leonardo DiCaprio als Calvin Candy, der Plantagenbesitzer, der Antagonist in diesem Film. Grandios verkörpert und er hat auch einiges auf sich genommen, so haut er zum Beispiel einmal ein Glas kaputt und das war eigentlich gar nicht vorgesehen. Er hat sich dabei wirklich, das Blut, was man an seiner Hand sieht, ist echt, er hat sich echt damit wehgetan an diesem Glas und was er für diesen Film auch auf sich genommen hat. Wir wissen alle, Leonardo DiCaprio ist ein sehr guter Schauspieler und er hat ja dann auch 2016 für The Revenant endlich seinen wohlverdienten Oscar gewonnen. Dann haben wir Samuel L. Jackson, der spielt Steven, den wohl rassistischsten Schwarzen überhaupt. Diese Rolle ist alleine schon so grotesk geschrieben. Steven ist, ich sag jetzt mal so, Zitat, Hausnigger, also der Untergebene von Calvin Candy. Als Django und Dr. King Schulz auf die Farm reiten, kommt Steven ganz empört heraus und sagt, wer ist dieser Nigger da auf dem Pferd? Und ich glaube, ich habe noch nie einen Schwarzen gesehen, der so rassistisch ist wie Samuel L. Jackson in dieser Rolle. Und dann haben wir noch Christoph Waltz. Wer meine Kritik zu Inglourious Basterds gesehen hat, weiß, was ich von Christoph Waltz halte. Und auch in diesem Film, er ist ebenfalls wieder genial. Ich kann es nicht oft genug erwähnen, Christoph Waltz ist einer der besten Schauspieler, die im Moment aktiv sind. Kommen wir noch kurz zur Produktion. Der Film bietet eine sehr gute Kameraführung, die auch wie immer bei einem Tarantino-Streifen etwas ungewöhnlich ist, aber trotzdem die Atmosphäre perfekt einfängt und es sind auch einige Bilder dabei, wo man sich denkt, das ist wie ein Gesamtgemälde eigentlich. Zum Beispiel gibt es einmal eine Szene, in der Blut auf Baumwollpflanzen spritzt und das, ich glaube, nur Tarantino würde das so machen, denn sonst
keinem anderen Film würde man das so sehen. Und es sieht einfach, der Film hat einen perfekten Look. Der Film ist einfach, was das angeht, hammergeil. Wir haben auch wieder Tarantino-typisch schöne, krasse, übertriebene Schießereien. Und keiner lässt Köpfe so schön platzen wie Quentin Tarantino. Das muss man hier einfach erwähnen. Wenn da das Blut über die ganzen Wände spritzt, ich denke jetzt hier an die Schießerei im Treppenhaus, das sieht einfach wunderbar aus. Ich will jetzt nicht blutrünstig wirken, bin ich auf keinen Fall, aber es sieht einfach fantastisch aus. Und Tarantino ist einfach einer der Regisseure, der das so schön umsetzen kann. Einfach Hammer. Dann, wir haben auch noch schöne Set-Designs und Umgebungen, die Wildnis, die sieht einfach schön aus, wenn sie da so durch die verschneite Wildnis reiten oder dann auch durch die Canyons. Und dann auch die Plantagen, die sehen halt allesamt sehr schön aus und ich glaube, da muss man nicht mehr dazu sagen. Der Film ist auch eine perfekte Hommage an andere Western, vor allem von Sergio Leone, generell an die ganzen Italo-Western. Und bietet trotzdem noch den Tarantino-Style. Bei Inglourious Basterds haben auch viele gesagt, okay, der Film ist jetzt nicht mehr so richtig Tarantino. Das ist eigentlich schon fast, der könnte von einem anderen Regisseur sein. Und mit Django geht Tarantino eher wieder zu seinen Wurzeln zurück. Und das ist auch sehr gut. Wobei wir Inglourious Basterds auch ebenfalls sehr gelungen fanden. Dann kommen wir noch zur Filmmusik. Die ist komponiert worden von Ennio Morricone, der bereits bei Inglourious Basterds auch die Musik gemacht hat. Und die ist auch einfach perfekt. Sie passt perfekt zum Geschehen. Sie erschafft eine perfekte Atmosphäre. Der Sound ist einfach gut in diesem Film. Was wir jetzt noch sagen wollten ist, der Film sollte, wenn möglich, im Originalton angesehen werden. Nämlich die deutsche Synchronisation ist jetzt zwar nicht gerade übertrieben schlecht, aber auch nicht übertrieben gut. Und es gibt auch einige Stellen im echten, also im Originalton, die sind auf Deutsch, weil Dr. King Schulz ist ja ein Deutscher und Djangos Frau, Brumhilda von Schaff, die kann auch Deutsch und da gibt es auch einen längeren Dialog zwischen den beiden und auch generell, es sind einige Szenen dabei, die auf Deutsch gehalten werden und auf Englisch, wir sind der Meinung, auf Englisch sind die Filme einfach generell viel besser. Und ebenfalls, was man noch hinzufügen sollte, ist, dass der Film nichts für Zartbeseitete ist. Wie gesagt, das Blut spritzt nur so über die Wände und auch die Sprache ist etwas brutal. So fällt gefühlt 100-mal in diesem Film das Wort Nigger. Der Film sollte jetzt nicht gerade von Kindern unter 16 Jahren angeguckt werden. Kommen wir zum Fazit. Der Film bietet eine perfekte Handlung, perfekten Cast, perfekte Produktion und alles drum und dran. Der Film ist einfach, bis auf kleinere Mängel, perfekt. Und deshalb geben wir den Film 9,5 von 10 Punkten. Jetzt würde mich mal eure Meinung interessieren. Habt ihr den Film schon gesehen? Möchtet ihr ihn noch sehen? Und ich kann ihn euch nur empfehlen, schaut euch diesen Film an. Und wenn ihr ihn schon gesehen habt, was sind eure Lieblingsmomente oder was sind eure Lieblingszitate aus diesem Film? Haut vielleicht davor noch eine kleine Spoilerwarnung hin. Aber schreibt es doch bitte mal in die Kommentare. Das würde uns echt mal interessieren, wie ihr den Film fandet und was so eure Lieblingsmomente bzw. eure Lieblingszitate in diesem Film sind. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und wir freuen uns schon, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten werdet bei unserer nächsten Filmkritik. Bis dahin!